Pech mit diesem scheiß Heli, echt ey. Der kann nix. Zeug. Herzustellen. Oh nein! Warum fährt er denn da drüber? Hallo. Guten Tag. Mein Kollege hat einige Fragen an Sie, Herr Peter. Ja, mir läuft aber so ein bisschen die Zeit davon. Ich habe den Wagen hier voll und der Server wird gleich restartet. Der Server restartet. Hallo? Ja? Verkaufen die Erdmittel. Das ist nett. Mir läuft nämlich so ein bisschen die Zeit davon. Formation. Three, regroup. Der Herr, wir haben leider auch nicht ewig Zeit. Ja, wir haben. Stehen wir uns auf der Liste wegen Drogenschmuggel. Drogenschmuggel, so, das kann aber nicht.
Drogenschmuggel und mehrfache Geschwindigkeitsüberschreitung. Und der Drogenschmuggel, das ist, weil man bei ihnen im Heli hat man Drogen gefunden. In ihrem Mohawk. Daher kommt das. Entschuldigung, ich rede gerade mit ihm. Ja, aber das mit den, also mit der Geschwindigkeitsüberschreitung, das stimmt, aber das mit den Drogen kann aber eigentlich nicht sein. Wann ist das denn bei mir gefunden worden? Oder in dem Mohawk? Wann soll das gewesen sein? Die hatten doch einen Disconnect mit, und dann haben sie doch beschwert, dass, da haben sie uns doch sogar noch angeschrieben, dass wir dann bei ihnen Drogen gefunden haben im Mohawk. Im Mohawk? Also das, verwechseln sie mich bestimmt, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß aber, dass sie uns so eine lange SMS geschrieben haben, in dem sie sich beschwert haben, dass wir bei Notrufen nicht so schnell sind, aber wenn man bei ihnen Drogen findet, immer ganz schnell unterwegs sind. Das wissen sie doch sicher noch. Wenn das so wäre, wüsste ich das bestimmt noch, aber da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Also ich habe mich schon mal beschwert, aber nicht wegen so einer Sache. Also mir wurde mal ein LKW geklaut, aber da verwechseln sie mich bestimmt. Okay, ja, auf jeden Fall haben sie Drogenschmuggel, da lügt uns das System ja nicht an. Jetzt, der Herr Kollege wird mal eine Untersuchung bei Ihnen durchführen und Ihnen dann das Ticket ausstellen. Alles klar. Genau. Ich darf aber währenddessen weitermachen, weil sonst das ganze Geld weg ist. Ja, nur ein Problem hätten wir, Herr Peter, aber ich kann ja leider nur ein Ticket ausstellen, aber die Hände hinterm Kopf. Geht auch ganz schnell und dann können wir weitermachen. Wir haben noch 8 Minuten Zeit, das kriegen wir schnell hin. Oh, das wäre ein Ticket von $14.650, das möchte ich mal darstellen. Ja, das ist in Ordnung, obwohl das mit den Drogen irgendwie nicht sein kann. Aber egal, komm. So, dann haben wir das Ticket schon bezahlt, dann sind wir jetzt den restlichen Drogen verkaufen. Ja, wünsche ich Ihnen auch, danke. Schönen Tag noch. Gleichfalls. Tag.